Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir die Eier überhaupt bemalen können, müssen wir die Eier kochen. Und damit uns die Eier nicht platzen, legen wir die schon ins Wasser, bevor das Wasser überhaupt kocht. Also ins kalte Wasser schon legen. Nachdem wir die ganzen Eier in das Wasser gelegt haben, kommt jetzt eine Prise Salz rein. Das ist wichtig, falls doch mal ein Ei platzen sollte, damit das Wasser gesättigt ist und das Ei nicht vollständig ausläuft. So. Dasselbe kann man mit Essig machen. Ich mache hier in diesem Fall beides. Einfach 2 Löffelchen Essig. 2 Teelöffel Essig und dann lassen wir das Ganze mal kochen. Nun habe ich die Eier 7 bis 10 Minuten lang kochen lassen, damit die schön hart gekocht sind. Da halten die länger und werde die jetzt abschrecken. Natürlich kann man die Eier auch nicht vorher ins kalte Wasser legen, sondern auch anstechen. Das geht natürlich auch. Da kann man eine spitze Rouladennadel geben. Es gibt auch gewisse Geräte, die das machen. So ein Eieranpiekser, so eine Schale, wo unten so eine kleine Nadel drin ist, kann man sie reinstechen, dann platzen die Eier auch nicht. Ihr seht, die Eier, 2, 3 sind angerissen, aber die meisten Eier sind nicht geplatzt, da wir die schon ins kalte Wasser vorher gelegt haben. Und die beiden Eier, die einen Riss haben, die sind nicht ausgelaufen, da wir vorher Salz und Essig reingetan haben. Und jetzt werde ich die Eier bemalen.